Honigsee in Schleswig-Holstein liegt in der Ruhe, die Energie. Gemeinsam haben die Bürger des 500-Seelendorfes Großes geschafft. Ein Leitungsnetz für die Biogasanlage. Jetzt versorgt die Anlage die Bürger mit Wärme. Früher lieferte sie nur Ökostrom für den privaten Profit. Möglich wurde das, weil 50 Bürger sich zusammenschlossen, zur Genossenschaft, gemeinsam über 500.000 Euro investierten. Die Genossenschaft ist von der Gemeinde initiiert worden, weil die kleine verschworene Dorfgemeinschaft es auf diesem Wege schaffen konnte, ein Projekt, was ein großer Energiekonzern für nicht verwirklichbar gehalten hat, hier zu verwirklichen, nämlich die Versorgung aller oder fast aller Häuser mit der Wärme, die bei der Produktion von Biostrom anfällt, zu versorgen. Für Bürgermeister Alexander Nikolaisen ist die Genossenschaft ein Glücksfall. Die Bürger investieren selbst, statt die Dorfkasse zu belasten. Die Genossenschaft versorgt auch sein Haus mit Wärme, rechnet ab, repariert, zuverlässig und im Preis stabil. Die Genossenschaft ist ein Unternehmen, wirtschaftlich geführt, aber mit klaren, demokratischen Regeln. Jeder Genosse ist Eigentümer und hat eine Stimme. Es gilt, was die Mehrheit entscheidet. Es können die Großen, die Kleinen nicht überstimmen bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sondern jeder wird gleichgewichtig mit seiner Meinung berücksichtigt. Professor Markus Hanisch erforscht die Zukunft der Genossenschaft in der Vergangenheit. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin geht er auf Spurensuche. Dort sind die Anfänge des solidarischen Wirtschaftens dokumentiert. Im 19. Jahrhundert schlossen sich Landlose, Handwerker und Arbeiter zusammen. Damals wie heute, verbunden mit einem Ziel. Ich glaube, bei der Genossenschaft geht es ganz stark ums Mitreden, also Bürgerbeteiligung. Und ich denke, es geht auch ganz stark um das Erlebnis, dass man gemeinsam was besser erreichen kann als alleine, jeder für sich. Gemeinsam stark sein. Ein Gedanke, der viele Bankkunden in der Finanzkrise zu Mitgliedern von Genossenschaftsbanken machte. Statt mit kurzfristiger Spekulation Geschäfte zu machen, wollen Genossen langfristig investieren. Egal ob arm oder reich, auch hier gilt, jeder hat eine Stimme, kann bei Investitionen der Bank auf Augenhöhe mitbestimmen. Jeder, der zur GLS-Bank Geld bringt, kann mit der Einlage einen Verwendungswunsch äußern und sagen, liebe Bank, pack dieses Geld doch bitte in den Bereich freie Schulen oder pack es in den Bereich regenerative Energien. Also das ist eine unmittelbare Rückkopplung. Und dann sagt die Bank, gut, wenn ich mit diesem Geld arbeiten soll, brauche ich Eigenkapital und gewinne meinen Kunden als Genossinnen und Genosse der Bank. Finanzspekulation und Immobilienkrise. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe in Berlin soll beides außen vor bleiben. Stattdessen bekommen Kinder Freiräume. Familie Cartolano wohnt hier seit 2004. Nachdem ihre 5-jährige Tochter Amelie schwer erkrankt ist, half die Genossenschaft beim behindertengerechten Umbau. Eine vergleichsweise niedrige Miete von 800 Euro entlastet auch. Diese Wohnung könnten wir nur 100 Meter woanders oder 200 Euro gar nicht bezahlen. Genossenschaften, die beste Unternehmensform? In Honigsee kennen sie auch die Schattenseiten. Gemeinsames Wirtschaften, das bedeutet gemeinsam Risiken eingehen. Neuestes Großprojekt, eine 300.000 Euro teure Solaranlage. Vorausgingen 2 Jahre Planung, zermürbende Sitzungen. Genossen brauchen Durchhaltevermögen. Erste, zweite Phase super gelaufen. Dritte Phase mit Baumängeln, mit Problemen der Umsetzung. Und sie sind eine Gruppe von 50 Mitgliedern, denen muss man das immer alles erzählen, dass man gemeinsame Wagnisse eingeht. Ja, sind eben gemeinsame Wagnisse, da stehen dann wenige für, aber alle müssen die Wagnisse tragen. Und das hat in Honigsee bisher bestens funktioniert. Das war doch mal wieder eine sehr effektive Besprechung, das ja, muss ich sagen. Gute Beschlüsse gefasst. Gemeinsam haben die Genossen noch viel vor.